Willkommen zurück zu Stray, Kapitel 7, Sackgasse. Womit wir schon im letzten Part ein klein wenig angefangen haben. Da hinten war eine Erinnerung, die war einfach da, bevor eingeblendet wurde, dass wir im nächsten Kapitel sind. Und da ich das Spiel blind spiele, weiß ich ja nicht, wann ein neues Kapitel beginnt. Und ich hoffe, dass diesmal der Stream komplett bei euch sichtbar ist und nicht erst 5 Minuten später. Weil das war ein ziemlich belastender YouTube-Bug gestern. Und schon geht's los. Wir sind auf dem Weg zu Seamus Vater. Versuchen ihn zu orten und hoffen, er lebt noch. Aber dazu müssen wir durch die extrem gefährliche Kanalisation. Ich glaube, hier ist was, oder? Nein, ist das eine Sackgasse? Oh no! Bin dabei, kein Bug. Okay, super. Danke, YouTube. Ehre. Aber vielleicht gibt es heute den Like-Zähl-Bug. Drückt mal drauf, um es zu testen. Boah, von überall kommt das Zeug raus. Nein. Lasst mich. Ich fauch euch sonst zu Tode. Oh, wir müssen unten lang. Okay. Da teilweise Sachen rumgeschleudert werden. Okay, ich glaube, wir sind hier fürs Erste sicher. Woo! Was ein actiongeladener Start. Ja, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend, ne? Herzlich willkommen zurück. Wir spielen auch heute wieder 3 Kapitel. 7, 8 und 9. Egal, wie lange es dauert. Du hast auch die Taschenlampe. Oh ja, du hast recht. Die, also Licht soll ja angeblich was bringen. Aber ich habe das so verstanden, dass die Waffe gegen die Monster so funktioniert. Ich glaube nicht, dass die einfache Taschenlampe des Roboters da was hilft. Aber hey, versuchen können wir es. Allein schon, weil man dann besser sehen kann. Ja. Hast völlig recht, Mirakel. Dankeschön. Habe ich vergessen. Hops, hops, hops. Ui! Haha! Perfekt! Jo! Hat funktioniert. Alles okay? Das war ein heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Hoffen wir es. Oh, humpelt sie wieder. Nein! Komm, Schnur. Das hilft. Ja, miauen und schnurren. Und sauber lecken, klar. Das ist, soweit ich weiß, wirklich so, dass wenn Katzen viel schnurren, dass sie damit Schmerz kompensieren und im Endeffekt ihre Wunden auch schneller heilen. Die haben so ein Regenerationssystem, ist voll krass. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Katzen nie zeigen, wie schlecht es ihnen wirklich geht. Also selbst wenn die todkrank sind oder höllische Schmerzen haben, dann sitzen die halt da oder liegen da, schnurren viel, aber du merkst es nicht wirklich. Das ist so ein bisschen das Problem. Es liegt einfach daran, soweit ich weiß, bin ja auch kein Experte, dass, ja, das klingt jetzt böse, aber leider ist es so. Wenn Katzen in Gruppen unterwegs sind und einer geht's mega scheiße, dann grenzen die aus Sicherheitsgründen aus. Und weil das natürlich die einzelne Katze nicht will, tut sie so, als wenn es ihr eigentlich ganz okay geht. Das ist schon heftig, ne? Aber, ja, andererseits auch irgendwo nachvollziehbar, weil du musst ja die Gruppe schützen und du weißt ja nicht, was die Katze hat, die einzelne. Irgendein Virus oder so. Aber dennoch krass, dass sie dann halt sagen, ey, verpiss dich. Voll krass, ja. Oh. Erinnerung! Yay! Ich glaube, in dem Kapitel gab es 3.
Jetzt haben wir die zweite. Neuer Biolehrer. Nebenberuf, ja. Der Wissenschaftler, für den ich arbeite, sagte immer, er wolle sich in ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelrute und einem Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Shy Guy, danke für zwei Münzen. Hab Stray jetzt nach 8¼ Stunden auf Platin. Ui. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Erstmal ein bisschen ausruhen. Ja, die Wunde soll komplett verheilen. Vielleicht findet B12 hier einen neuen Roboterkörper. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung der Story. Ich habe ja so meine Theorien gehabt. Mal sehen, was sich davon bestätigt. Stimmt das, dass Knurren der Katzen auch für den Menschen gesund ist? Hab das mal gehört. Nee, also wüsste ich jetzt nichts von. Aber bin wie gesagt auch kein Experte. Aber warum sollte es? Oder meinst du statt Knurren schnurren? Dann ja. Also tatsächlich ist es so, dass Katzen kuscheln, wobei ich glaube, das hat eigentlich nicht mal zwingend was mit Katzen zu tun. Sagen wir einfach allgemein, kuscheln, streicheln und so Sachen, das baut Stress ab. Auch beim Menschen, ja. Das kann mit einer Katze sein, kann aber genauso mit einem Hund oder einem anderen Menschen sein. Entspannt und baut Stress ab. Das ist korrekt. Oh, hier sind wieder so viele Eier. Oder Kokons. Was ist es denn jetzt eigentlich? Ja, Kokons, ne? Ist halt seltsam. Alles basiert ja auf einem Bakterium, das mutiert ist. Die Musik ist gerade viel zu fröhlich. Ich glaube, wir sollen hier lang, weil da auch das Kabel lang führt. Ich schaue aber nochmal hier, ob da was ist. Ja, doch, da ist eine Gasse. Boah. Das sieht zum einen echt krass aus, aber zum anderen ekelt es mich auch. Muss ich jetzt doch hier hoch? Oder gibt es zwei Wege? Das ist die Frage hier. Ich glaube, es gibt zwei Wege. Na gut. Die Wunden heilen schneller. Beim Schnurren, ja. Hey! Hallöchen, wie geht's euch so? Ist ein bisschen eng, ha? Huh? Ja, Mietpreise, ich weiß. Tja, man muss sparen. Ist das das Haus vom Doc? Weil irgendjemand muss die Dinger ja hier eingesperrt haben. Wie viel kostet das Game? 30 Euro habe ich gehört. Huch. Der sieht aus wie Doc. Vor allem wie der aus Zurück in die Zukunft. Oh, warte, du bist kein Zurg. Wer bist du dann? Ich bin Mietzi. Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Seamus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen, aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Dann war er ja gar nicht so weit weg eigentlich. Oh, und hier ist die letzte Erinnerung des Kapitels. Easy. Die Viecher sehen aus wie Riesenmilben.
Hab noch nie welche gesehen, weil die ja auch mikroskopisch klein sind und ich möchte auch keine sehen. Aber du könntest recht haben, ja. In jedem Fall sind sie eklig. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Kinder. Zweifelsohne. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Auch wieder wahr. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst Seamus. Ist das dasselbe? Ja. Auf jeden. Okay, wir müssen versuchen, sie wieder zusammenzuführen. Aber das wird nicht so einfach. Ohnehin ein Wunder, dass er so lange überlebt hat. Erstmal Musik einschalten. Jotaro, danke für 2 Monate Mitglied. Kuss geht raus. Oh, was ist das? Ist das die Waffe? Also ist der Prototyp? Ja, ne? Hey, sei vorsichtig mit dem Defluxor. Bei voller Ladung kann er Zurks wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zurks hier ist es zu gefährlich für mich rauszugehen und ihn zu reparieren. Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es. Wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir. Ich zeig dir, was du tun musst. Wir sind immer für alles gut, hä? Seien wir mal ganz selbstlos. Wobei, im Endeffekt wollen wir ja auch wieder nach draußen. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Wer hat die geliefert? Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zurks. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Okay. Das war ja nicht so weit. Eigentlich gleich dort unten, oder? Wobei ich jetzt auch nicht sicher bin, ob ich das Kabel vielleicht längere Zeit nicht gesehen habe. Ah, hier. Okay. Dann wollen wir mal. Original Back to the Future. Ja, habe ich auch schon gesagt. Der Doc sieht wirklich so aus wie der Doc aus Back to the Future. Warum haben sie solche Köpfe? Naja, ist ein Roboter. Menschen gibt's ja keine mehr. Anscheinend. Wissen wir nicht zu 100%, aber höchstwahrscheinlich nicht. Alle tot. Von den Bakterien gefressen. Guck dir den zweiten Part an, wenn du ihn nicht gesehen hast. War cool. Alles auf dem Kanal und in der Playlist. Jetzt kommen sie. Oh, das funktioniert wirklich gut, Mann. Soll ich jetzt zurück zu ihm, oder? Was wäre jetzt gewesen, wenn das mich auch getötet hätte? Das haben wir vorher gar nicht getestet. Ah, shit, da kommen so viele. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Ja, und wo war jetzt der Support von dem Alten? Der hat mich jetzt voll im Stich gelassen, seien wir ehrlich. Ah, dammit. Erster Tod, hoffentlich auch der letzte. Gibt's einen anderen Weg nach oben oder was? Oder muss ich alle killen? Ich bin mir halt jetzt nicht sicher. Ich dachte, ich muss zurück zu ihm.
Kann ich hier nicht raufspringen? Ja, und jetzt kommt plötzlich keiner mehr, oder was? Ey, wie viel Pech hatte ich denn? Als ob! Hä? Ja, brauchst dich gar nicht so freuen. Du hast voll versagt vorhin, Mann. Waren aber auch gefühlt 5-mal mehr. Erstaunlich. Du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Das ist definitiv unser Weg hier raus. Wenn du nochmal vorher dir neue Augen einsetzt, dann ja. Warte einen Moment. Vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Würde ich fühlen, ja? Jetzt habe ich die alleinige Kontrolle. Geil. Es hat geklappt. Der Defluxor ist jetzt an deiner schicken Drohne installiert. Er ist nicht dafür ausgelegt, mit einer so kleinen Stromquelle zu laufen. Wenn du ihn zu oft benutzt, könnte er kaputt gehen. Denk dran, es ist gefährlich. Jetzt lass uns zurück ins Dorf gehen. Ich komme nach Hause, mein Sohn. Wir dürfen es also nur im Notfall nutzen, ja? Was hast du all die Jahre gemacht? Das Ding ist noch in der Alpha. Und darauf sollen wir uns verlassen? Da warten sie schon. Hallo! Aus dem Weg bitte! Schaff all diese Zurks aus dem Weg, damit wir hier durchkommen. Ja, hatte ich vor. Achso, L1 müssen wir dafür drücken. Yo, tschüssi. Das hat gerade mal 2 Sekunden gehalten. Und wie lädt sich das jetzt wieder auf? Wow, der funktioniert ja super. Aber wie ich vermutet habe, kann er überhitzen. Lass ihn ein bisschen abkühlen, wenn das passiert. Ich hoffe, er hält durch, bis wir das Dorf erreichen. Bruder, das ist Trash, das Ding! Damit gibt's aber keinen Nobelpreis. Na gut. Zieh mal durch. Warum streckst du die Hand manchmal nach links raus? Damit regle ich die Klimaanlage. Es ist ja schließlich sauheiß momentan. Dieser Schalter funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob der Strom abgeschaltet wurde. Warte mal, ich komme da irgendwie rein. Glaube ich. Oder? Aha, hier. Mit dem Ding wahrscheinlich irgendwie. Kann ich das irgendwie umdrehen? Ach, ich brauche das andere Fass. Warte. So. Und so. Nein, es klemmt. Suchen wir es mit der anderen Seite. Geht auch nicht? Eigentlich ist da genug Platz. Geht doch. Ja, es ist sehr heiß. Jo, wie viel war es bei euch? Bei uns war es heute 38. Ist zwar schön für den Pool, aber ich hatte heute auch einiges zu tun. Für ein, ja, ich nenne es mal Special-Video. Deswegen war ich kaum draußen. Boah, ist das versifft hier. Aber die Grafik ist einfach nur geil.
Vorsichtig. Ich glaube, jetzt kommen gleich welche. Bin bereit. Nein? Doch. »39 bei uns, 40, 35, 39.« »Shit!« »Ja, es ist schon echt krank.« »Aber ich glaube, bei uns legt das morgen schon eine Pause ein.« »Oh mein Gott! Sie haben den Doc überfallen!« »Schnell, mach zu!« »Da ist noch einer!« Oh, lad dich auf! Lad dich auf! Oh mein Gott, aber das war eine coole Szene. Geil. Oh, das war echt knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Besser ist es. Ich hätte Lust auf ein Käffchen. Na, ein bisschen ist noch drin. Ey, Alterchen! Mach langsam! Wenn du nochmal überfallen wirst, dann könnte es das gewesen sein. Lass mich vorgehen. Ich hab die Waffe. Hab dich beim LP von Little Nightmares entdeckt und schau deine Videos seitdem fast jeden Tag. Hast mir damals schon durch schweren Zeiten geholfen. Cool, Sophie, und alles Gute dir. Freut mich, dass dir immer noch gefällt. Ich versuche auch immer wieder ein abwechslungsreiches Portfolio von Spielen anzubieten. Dass immer mal wieder was für die verschiedensten Geschmäcker dabei ist. Liebe Grüße an dich. Sind wir schon durch? Wow. Ich bin jetzt noch schneller als erwartet, Mann. Yay! Zusammenführung der Familie. Oh, ja, wie süß. Freut mich. Danke, dass du Doc gerettet hast, kleiner Freund. Es ist schön zu sehen, dass Seamus nicht mehr allein ist. Jetzt wissen wir, dass wir uns gegen die Zurks wehren können. Momo hat in der Nähe der Kanalisation auf dich gewartet. Oh, meinst du, ich komme über die Kanalisation wieder raus? Ich dachte, wir müssen nach oben. Immer weiter nach oben. Doc und Seamus sehen glücklich aus. Ich glaube, wir haben zusammen etwas Gutes getan. Auf jeden! Das war die Mühe und die Gefahr wert, oder? Jetzt müssen wir nur noch uns selbst helfen. Momo wartet auf seinem Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschließen, aber du hast hier drin alles erledigt, was du wolltest, oder? Ich denke, bis jetzt haben wir 100%, ja? Denn ich werde die Tür hier hinter dir schließen. Ich will nicht, dass Zurks hier reinkommen. Kann ich verstehen? WLAN-Verbindung verloren? Bro, what? PS5 hat wieder irgendwelche Leiden. Keine Ahnung, was das soll. Ja, wie gesagt, ich denke, wir haben alles bisher. Also können wir passieren. Macht's gut! Wir holen euch hoffentlich irgendwann da raus. Aber Momo hat ein Boot? Oha. Das Ding ist aber, was machen wir denn, wenn wir währenddessen angegriffen werden? Ich meine, dann können wir kaum ausweichen, oder? Die Waffe überhitzt halt schon relativ schnell. Naja, sehen wir mal. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Mandalorian.
Oder God of War. Ich kann nicht glauben, dass du Doc gefunden und den Defluxor bekommen hast. Damit können wir jetzt Spaltasar finden. Los geht's. Let's go. Der Typ hat übrigens voll das schöne Shirt. Ich hoffe, die Katze ist bald mit ihrer Familie wieder vereint. Das ist unser Ziel. Kapitel 8. Die Kanalisation. Yeah. Gefällt mir. Das Game ist auch echt schön für den Fotomodus. Tolle Sache. Und 628 Leuten gefällt's auch. Danke an die Liker. Ja, hab ich, Jim. Abwarten. Oh, Digga, was? Da wollte ich jetzt nicht ranzoomen. Das Game ist abwechslungsreich, mal Horror, mal sehr gefühlvoll und mal tiefgründig. Super Mischung. Sehe ich auch so, Sandra. Danke dir für die 20 Points und den Support. Ist ein schönes, kleines Spiel. Ja, nun. Ich sehe keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Kannst du mal auf der anderen Seite nachsehen? Kann ich das? Ja, ich passe da durch, glaube ich. Aber bloß nicht ins Wasser fallen. Ich finde, die Musik wird in dem Spiel aber auch ein bisschen unterschätzt. Diese atmosphärische Untermalung ist sehr stark. Wird einem direkt mulmig. Das kriege ich niemals auf. Darauf klettern kann ich auch nicht. Was kriegt Mizi hin? Oh, warte, muss ich diese Kokons beseitigen? Oh, das geht sogar. Aber ich glaube, es war eine scheiß Idee. Nein! Ah, lass das! Okay, ich habe sie erwischt, aber das war vielleicht nicht die allerbeste Idee. Obwohl, doch. The Last of Us Part 3, Cat Edition. Ist jetzt schon besser als Teil 2. Ich war noch nie so weit weg von den Slums. Weil du hier bist, habe ich nicht mal Angst. Schön. Ich gebe mir auch Mühe. Gut, soweit ich weiß, können die Viecher selber auch nicht schwimmen. Aber wir wissen, dass die nicht gerade klug sind. Die springen trotzdem. Das haben sie ja bei den Hochhäusern auch gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass sie da einen Unterschied machen. Oder? Bleibt ihr oben? Hört euch einfach. Kann ich nicht? Oh no. Zu weit weg. Krieg jetzt auch so ganz, ganz leichte Horizon-Vibes irgendwie. Das Game ist schon teilweise ein Horror-Game. Ja, also mindestens so das Subgenre. Gefällt mir aber. Soll es der Katze einen Namen geben? Ja, nee, nach 8 Kapiteln ist irgendwie nicht mehr nötig. Ich nenne sie einfach Mithi.
Hat nicht geklappt, wa? Hast eine Idee? All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Das wird schwierig, du. Ich glaube, wir können hier durch diesen Tunnel. Oder? Oh, nee, er zieht durch. Jo, da lohnt sich das Pumpen, ne? Ja, was willst du auch anders machen, wenn du die ganze Zeit hier unten eingesperrt bist? Der trainiert wahrscheinlich 10 Stunden am Tag. Okay, warte, ich renn durch. Was ein King. Ich kann mit dir nicht weitergehen, aber ich werde nicht aufhören, nach einem Weg zu suchen. Wenn du jetzt Balthasar und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Ja, Mann, auf jeden. Aber schade, damit sind wir wieder getrennt. Hoffentlich bis bald, Momo. Können wir nicht Platz tauschen, bitte? Scheiße. Oh nee, gar keinen Bock. Wie viele Erinnerungen gibt es in diesem Kapitel? Auch wieder 3. Nicht vergessen, ihr müsst mir sagen, wenn ich drohe, an einer vorbeizulaufen. Hier sind auch so viele Motten. Ich hatte letztens leider einen Lebensmittelbefall bei mir in der Vorratskammer. Das war auch ganz ätzend. Die haben sich bereits beim Kauf in den Nüssen eingenistet. Und ja, den Rest könnt ihr euch vorstellen. Eklig. Die Kokos lasse ich mal lieber zu. Ah, warte, hier. Der Kanal ist offen. Oh, shit. Ah, hohoho. Was eine mutige Katze. Aber ich töte euch noch. Ihr habt es nicht anders verdient, ihr Monster! Boah, heftig. Also jetzt wird's richtig horrormäßig. Wie geht's dir? Ganz gut, Osaka. Also dieses Jahr geht's mir wirklich sehr gut. Ah, eine Erinnerung. Besser als 2 Jahre davor auf jeden Fall. Kann mich momentan echt nicht beklagen. Die Kanalisation. Ja, jetzt erinnere ich mich. Sauberes Wasser war rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gruben. Wie alles andere auch, wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten der Dürre zu versorgen. Der Wissenschaftler zeigte mir den Bauplan für die Wassertanks. Sie sind gigantisch und könnten ein ganzes Gebäude fassen. Also sie haben nach Grundwasser gebohrt, oder? Verstehe ich das richtig? Klar, irgendwie brauchen sie ja Wasser. Hier unten. In dem Schutzbunker. Ist das jetzt hier der normale Weg? Bin ich jetzt irgendwie nicht ganz sicher. Nee. Nee, das war schon ein Bonus. Okay. Nice. War das jetzt auch die erste Erinnerung in der Liste? Hab grad nicht aufgepasst. Ja, doch. Okay. Ich glaube, dann haben wir nichts verpasst. Schön. Das ist wirklich eklig. Ja, ja. Also, ja, jetzt ist es, wirklich, jetzt spätestens ist es Last of Us 3. Ach, das war bereits die Abzweigung. Okay. Man merkte die gute Laune auch an. Freut mich und denke ich auch, ja. Bin wirklich weniger schlecht gelaunt und weniger aggressiv. Was für WLAN! Ich streame mit LAN, Alter! Vor allem für das Spiel ist doch die Internetverbindung scheißegal. Was hat die PS5 schon wieder für ein Problem?
Aber wo sie recht hat, ist, meine WLAN-Verbindung im Haus ist zuletzt wirklich sehr viel schlechter geworden. Weiß nicht genau, woran das liegt und was ich dagegen tun kann. Ich meine, ich habe schon einen Repeater und zwei Powerlines. Was soll ich denn noch machen? Und das ist hier keine 5000 Quadratmeter Villa. Das ist schon wirklich lächerlich. Oh nee. Muss die alle aufwecken, oder? Ach, die kommt von alleine raus. Wir müssen echt aufpassen. So wenige wie möglich aufwecken. Bah, diese Bewegungen da. So eklig. Bei dir in den Streams passieren immer komische Sachen. Ja, auch davor. Auch davor. Ich hatte heute wieder sehr lange Tonprobleme. Fast 2 Stunden damit verschwendet. Wo soll ich denn hier hin? Oh. Aber bitte sag mir jetzt nicht, dass die alle aus dem Kokon rauskommen. Okay, auch nicht gerade besser. Ja, der Schlüssel ist immer halt schnell wegzurennen und dann irgendwo in einer Sackgasse zu warten, bis sie kommen. Ich schick dir mal ein Bild von dem Verstärker, hab eine Idee. Aber habe ich ja schon. Ne, ich habe so einen offiziellen von dem gleichen Anbieter wie der Router und 2 Powerlines. Aber seltsamerweise werden mir 2 WLAN-Netzwerke angezeigt, obwohl alles ein Mesh ist. Das ist immer noch die alte Vodafone-Kabel-Verbindung, die da aus welchen Gründen auch immer als existent angegeben wird, obwohl das nicht stimmen kann. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun. Ich müsste mal irgendwann alles resetten. Aber davor habe ich Angst. Am Freitag Zeugnisse? Stimmt. Aber die meisten Bundesländer haben schon Ferien. Was ist das? Das sind Augen! Hä? Entwickeln die sich weiter zu diesen Viechern in den Wänden mit den Riesenaugen? Alter, und ich dachte, es kann nicht mehr gruseliger werden. Nein, Miezi, nicht weinen. Wir haben alles im Griff. Das muss eine Weiterentwicklung dieser Viecher sein. Oh, Scheiße! Der hat sich ordentlich in mein Fleisch reingenagt. Das war knapp. Fast der zweite Tod. Jetzt ist es Resident Evil. Yo, stimmt. Resident Evil Revelations, da gab es doch dasselbe Auge. Der erste Teil ist so gut, der zweite ist so schlecht. Uff. Da sind noch mehr Augen. Mann, ich dachte, das ist ein süßes Spiel und ich wusste nicht, dass ich hier kotzen muss. Du denkst über der Spielbeschreibung, oh ja, spannendes Katzenabenteuer. Aber in Wahrheit einfach Resident Evil 9. Ich glaube, es ist besser, dass Momo nicht mitgekommen ist. Der hätte es nicht geschafft. Jetzt habe ich ein bisschen Angst wegen Erinnerungen. Es müsste eigentlich langsam mal wieder eine kommen, oder? Ist die vielleicht hier in dem Raum? Ah ja, hier schreibt es einer. Da hinten gibt es eine Erinnerung. Okay, ja, das dachte ich mir schon, dass da irgendwas ist. Jetzt musst du nur hinten ein bisschen präziser angeben und beschreiben. Es gab da einen Gang.
Hier in dem Raum oder noch davor? Hier ist alles zu. Oder kommt man hier durch? Nee. War das hier? Weil da war ich mir auch gerade kurz nicht sicher. Ah, ich glaube ja. Oder? Nee, komme ich da nicht hin? Bei den Röhren, andere Richtung. Aber hier bin ich da... Okay. Das ist aber auch gut versteckt. Danke, Chat. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Ja. Ich habe noch überlegt, ne? Ich hätte mich besser umschauen sollen. Alles klar. Teamwork. Diese Substanz wächst überall dort, wo es Zurks gibt. Woraus besteht sie? Sag's mir bitte nicht. Sie scheint zu pulsieren, als wäre sie lebendig. Glaubst du, wir befinden uns in einem riesigen Organismus? Es ist... Mir gefriert gerade der Bildschirm. Warte, was ist denn, wenn dieses Monster bereits die ganze Basis gefressen hat und wir sind jetzt in diesem Monster? Oder noch schlimmer, der ganze Planet wurde gefressen. Als ob. Wie komme ich zurück? Hat ein bisschen was von Crisis. Hat ein bisschen was von allem, was eine eklige Story hat. Uff, uff, uff. Evil Cat 1? Warum? Die Katze ist die gute. Die einzige, neben den Robotern. Oscar Jan, danke für 5... Achso, das war der mit der gefragt, wie es mir geht. Aber danke für die 5 Münzen, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, Lul. Schnell weiter. Das ist Pizzakäse. Schön wär's. Schön wär's. Türschloss öffnen. Darfst du das? Nice. Resident Cat. So ein schönes Spin-off. Oh, wir müssen auf die andere Seite auch noch. Die Augen haben sich geöffnet. Oh nein. Oh, es kommt noch mehr. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ey, die kommen von überall jetzt. Es ist einfach Days Gone, Cat Edition. Übertreib halt. Nein, mach auf. Das ist so furchtbar. Ich dachte, es bleibt bei Horrorelementen, aber es ist jetzt wirklich einfach hauptsächlich ein Horrorgame geworden. Oh, ein Pfeil. Was steht da? Irgendwas mit Network. Ah, die geben Geräusche von sich. Eigentlich gucken die ja gar nicht mal so bedrohlich, aber sie sind es. Was mir Sorgen macht, ist die Tatsache, dass meine Waffe nichts bringt. Oh, ich kann hier meine Krallen wetzen. Es gab noch einen einfacheren Weg. Ja, ich war in Panik. Hauptsache überlebt. Du, Bades, danke für 5 Münzen.
Und er findet es lustig, offenbar. Ja, ich find's gruselig. Die Dinger sind bald größer als meine Bolts. Die machen Auge. Ja, allerdings. Oh ne, ist da oben so ein Giga-Ding? Das ist schon groß genug. Tu doch was! Oh nein! Ohne ihn sind wir verloren. Okay, run. Run! Ich hoffe, ich wurde jetzt nicht mit irgendwas infiziert, weil die haben mich jetzt schon ordentlich gebissen. Aber ich liebe echt so Games, die sich so krass wandeln und ein paar Plot-Twists aufwarten. Und du dir denkst, WTF. Alter, das hat doch jetzt wohl wirklich keiner von Anfang an erwartet, oder? Dass es so abgeht hier. Wo laufe ich eigentlich hin? Scheiße, Mann. Was geht zu? Wobei, eigentlich ist das ganz gut so. Ja. Der eine wurde noch zermatscht. Aber was ist mit B12? Oh nee. Oh. Brauchst du eine neue Batterie? Es war dunkel. Ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. In dem Network? Von dem, was da gerade stand an der Wand, oder was? Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Grüße von meinem PC. Der Defluxor ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Nein! Wir haben keine Waffe mehr. Das war ja ein kurzes Vergnügen. Aber ich glaube, wir haben das Kapitel überlebt. Nur, was kommt als nächstes? Wo ist Spaltasar? Warum geht es nicht auf? Achso. Okay. Ist zwar auch ekelig, aber eine deutliche Verbesserung. Hier sind zumindest keine Kokors an den Wänden. Hallo? Hey, hier ist eine neue Siedlung, glaube ich. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenweltler? Spaltasar, der Außenweltler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Oh, das klingt gut. Kapitel 9, das Ameisendorf. Ich denke mal, hier gibt es auch wieder ein paar Quests zu erledigen. Ey, das brauche ich jetzt aber auch. Nach diesen beiden Horrorkapiteln. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Stimmt! Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aha. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders.
Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er hatte Vodafone gebucht. Ey, Bruder, fühle ich. Er saß für hunderte von Jahren fest, weil der Upload so scheiße niedrig war. Bis eine kleine Katze auftauchte. Ich war der Wissenschaftler. Yay, predicted! Ich wusste, dass er sein Gedächtnis hochgeladen hat. Dachte ich mir. Und deswegen ist er auch von seinem Körper getrennt gewesen. Und der Körper, wo ist er hin? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war mir schon klar, das konnte man auch beobachten, weil die Drohne ja so ein bisschen mit diesem Gerät verbunden war. Dachte ich mir schon, okay, für alle Fälle, dass er stirbt oder irgendwas anderes Krasses passiert, muss er ja sicher gehen, dass sein Wissen weiterhin besteht. Und somit die kleine Möglichkeit, die Menschheit zu retten. Und deswegen hat er seine ganzen Gedächtnisdaten hochgeladen. Ja. Okay. Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Kein Ding, Mann. Nimm dir Zeit. Eine weitere Erinnerung gibt es hier. Puh. Wo ist der Körper? Hat er es geschafft, sich irgendwie einzufrieren und später wieder aufzuwachen? So wie man das aus so futuristischen Filmen kennt? Oder ist er down? Können wir auch wieder Blödsinn machen. Hi. Es tut mir leid, ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Ach so. Okay. Immer noch. Heißt das, dann muss ich erstmal nach oben zu Balthasar? Wahrscheinlich, ne? Tolles Game. Was glaubst du, wird Spiel des Jahres? Wahrscheinlich Elden Ring. Also rechne ich zumindest fest damit. Big Brother is watching. Big Brother, das waren Zeiten, ey. Oh nein! Ey, sorry, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich dein Spiel kaputt gemacht. Spiel, da ist es Mahjong? Oder, wie heißt es doch? Mahjong, ne? Ey, es tut mir leid. Jedenfalls glaube ich, wir müssen erstmal nach ganz oben. Vorher möchte B12 wohl nichts mehr machen. Er ist geschockt, das verstehe ich ja. Rede mal mit dem Gärtner später. Ich rede mit allen. Wir werden die Quests, die es hier mit Sicherheit gibt, noch lösen. Lila Pflanze nehmen kann ich aber nicht, weil B12 nicht mitmacht. Aber das ist wohl ein Sammelgegenstand. Für den Gärtner, oder was? Würde jedenfalls passen. Ja, dann suche ich erstmal einen Weg nach oben. Das hat ja so keinen Sinn. Er ist völlig schockt und muss erstmal klarkommen. Oder hat er sich jetzt eingekriegt? Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Ja, die Roboter und die Katze. Aber sonst wird es schwierig. Befürchte ich. Wie geht's eigentlich deinen Katzen? Ich habe heute ein Bild hochgeladen auf Instagram. Schau gerne nach. Und Moonlight Soul, danke für 31 Monate. Guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich sitze seit Samstag mit Corona zu Hause fest. Hab leider einen starken Verlauf. Ah, scheiße. Trotzdem natürlich alles Gute. Oder gerade deshalb. Das wird schon wieder. Schön ausruhen. Viel schlafen. Komm irgendwie nicht mehr weiter. Ah. Okay. Es wird kein 100% Let's Play. Ja, ihr wisst doch, ich
Ich ändere sowas immer. Das ist ja lächerlich. Wenn ich sowas sage, dann könnt ihr das eigentlich gleich vergessen. Es ist gelogen in 90% der Fälle. Was ist das? Oh, guckt mal. Da sind super viele von diesen Glückskatzen, die wir auch schon überall gesehen haben. Und eine Menge alte Fernseher. Ist das Balthasar? Was macht der? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Und den Plan nicht mit euch geteilt? Hier, für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Schönes Bild. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie für dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaub an dich. Hey, netter Dude. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Was habe ich vergessen? Wie viel? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerungen wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Wir gehen erstmal runter und checken ab, was wir so helfen können. Hier geht's zum Stadtzentrum, oder was? Oh, nee, warte mal, hier ist eine schöne Bar. Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt's hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Ich weiß gar nicht, dass es hier Burger King gibt. Cool. Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Ramen ist geil. Aber aus Metall? Nee, danke. Glaube, ich passe. Oh, ich kann hier wieder kratzen. Pokémon Feuergrün Let's Play? Fragezeichen. Kann sein, René, ja. Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Lol. Vor allem für mich wär's tatsächlich auch noch 90% blind. Ja, geh mal runter. Oh, ein Schlafplatz wie für mich geschaffen. Nice. Geht schon, am Wochenende war es am schlimmsten mit Corona, aber jetzt wird es langsam besser. Wünsche euch allen einen schönen Abend. Dann bist du ja schon fast über den Berg. Freut mich. Alles Gute dir und Dankeschön. Ist das eine Katzenschaukel? Also zumindest kann ich es als solche verwenden, ha? Cool. Okay, zum Gärtner sollen wir. Ich glaube, das war der Dude unten.
Das Essen mit den Platinen war ja auch schon eher so, naja. Eben. Oh, Hallöchen. Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zurks natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Ja, Mann, die könnten Energie erzeugen. Dann werden sie wenigstens was nutze. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Ja, ist halt nicht sicher draußen. Kann ich schon verstehen. Alter, ich wollte einfach nur nach unten und jetzt haben wir schon so viele Bereiche gesehen. Ich weiß gar nicht, wo wir schon waren und wo noch nicht. Hier nicht. Es hat aber auch noch keiner eine Nebenquest für uns. Hey, der schläft. Aufwachen. Elektrozirks überall. Hallo. Ich glaube, den kann man nicht aufwecken. War das jetzt eine Erinnerung? Diese Sprache, die Robotergefährten haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computerfest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Oh ja, es war eine. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass es geschimmert hat. Okay, gut. Der hat aber auch einen riesigen Röhrenfernseher, ey. Okay, da drüben konnten wir die Blume pflücken. Dann machen wir das jetzt mal. Ja, die wird safe für den Gärtner sein. Du hast dein Secret vergessen? Wo und welches? Aber wir sind ja eh noch ein Weilchen hier. Jetzt kann ich mich bei denen entschuldigen. Ach, guck mal, sie haben alles wieder aufgebaut. Na dann. 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Oha, da ist aber jemand ein Pro. Sag niemandem, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8-mal gewinnen müssen. Ja. Oh, man kann da runter. Will ich das denn? Ah, da sind zwei Roboter. Hallo? Manche mögen das Schrott nennen, für mich sind es Schätze. Meinungen gehen stark auseinander. Vor vielen Zyklen war ich ein Pagenboot, hab mich dann aber zum Schatzsucher umfunktioniert. Das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, kann aber hart und grausam sein, so wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl, möge er in Frieden rosten. Hey? Ein Papa von 3 Katzen. Sehr schön, Drew. Und danke dir für 2 Monate. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, ja! Da ist noch eine rote Pflanze. Moment, wie viele gibt's denn? Wie viele verschiedenen? Deswegen sind wir hauptsächlich hier runtergekommen. Okay, müssen wir mal Ausschau halten nach weiteren Blüten.
Wir haben jetzt gelb und wir haben rot. Vielleicht gibt es noch blau? Grün? Keine Ahnung. Meine beiden Katzen wollen tatsächlich in dem Wetter kuscheln. Uff. Ach, so ein bisschen die Hand drüber streicheln, das geht doch. Es ist ja schön, wenn die auf einen zukommen und das fordern, finde ich. Es gibt drei verschiedene Arten. Oh, okay. Also eins war jetzt relativ weit unten, eins mittig. Ist die letzte Sorte dann vielleicht ganz oben? Aber ich habe witzigerweise den Gärtner immer noch nicht entdeckt. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Really? Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne ihn Müllbraun. Ey, Diggi, ich glaube, du wirst fortan für Thumbnails eingestellt. Let's go. Wie würdest du die Katze in echt nennen? Ich bin echt nicht gut in so Namen vergeben. Das merkst du auch bei Pokémon immer. Deswegen halte ich mich da jetzt zurück. May ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Manchmal ja. Aber wenn es zu lange andauert, wird's eklig. Er erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen, wie schade. Aber du hast doch bestimmt Sensoren. Oh nein, jetzt ist sie traurig. Warte mal, können wir ihr vielleicht helfen? Wait, da oben sind doch... Das sind Farbeimer. Kann ich die umschmeißen, sodass sie dann vielleicht über ihre Sensoren was riecht? Nein, komme ich da nicht hoch? Doch. Lol. Weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat, aber wir probieren es mal. Reagieren die darauf? Nee. Okay, schade. Aber das hätte doch wenigstens ein Achievement oder so wert sein können. Well. Dann weiter. Also bei ihm waren wir. Bei denen auch. Und dann gehe ich am besten darauf. Warte, ich kann hier noch... Warum? Wunderschönes und zum Teil echt gruseliges Spiel. Völlig richtig, Naria. Die Mischung ist aber super. Wo ist der Gärtner? Das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfällen, keine Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sagt, der mich in seinem Schoße schützt, sollst du auch sein, mein Grab. Ist dir das zu feierlich? Hätte mir was Schöneres gewünscht irgendwie. Die lilane Blume hast du auch schon gesehen. Oh. Leider nicht wissentlich. Aber ich schätze, dass sie weiter oben ist. Ach, so kommt man ja gar nicht rauf. Stimmt. Hier. Da ist Spaltasar. Ja, aber for real, wo ist denn der Gärtner, Digga? Oh, hier waren wir noch nicht. Aber ich befürchte, das ist der Weg zum Stadtzentrum. Also zum nächsten Kapitel. Da wollen wir jetzt eigentlich auch nicht hin.
Haut mal einen Tipp raus. Obwohl, Moment, das hier sieht eigentlich aus nach Gärtner. Ja, das ist er. Bringt aber jetzt nichts, mit ihm zu reden, wenn ich die Blume noch nicht habe. Ist die weiter unten, die mir fehlt? Gelb fehlt dir nicht, blau. Ach so. Okay. Wo ist gelb? Und das habe ich schon gesehen? Oder kommt das noch? Ich habe halt Angst, dass ich zu weit drauf gehe und dann irgendwie automatisch das nächste Kapitel aktiviert wird. Das wäre doof. Gibt es irgendwie ein Achievement dafür, dass man alle Farbeimer in dem Spiel umgeschmissen hat? Oder wofür ist das? Lol. Mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Mhm. Geh weiter nach oben, nach oben, nach oben. Okay. Gut. Auf einmal so still hier. Keine Musik mehr, gar nichts. Sicher, dass das hier noch kommt? Hier ist nicht mehr so viel Grün. Na, da geht's weiter. Also, glaube ich. Hä? Ja, doch, safe. Also, hier geht's weiter. Da gehe ich nicht rein. Jetzt bist du zu weit oben. Komm, oh. Ach, warte, ich glaube... Ah, da unten, oder? Das sind doch die gelben Blüten. Ich glaube, ich sehe sie. Ich weiß nur nicht genau, wie ich hinkomme. Erstmal runter wieder. Hier, ja, ja, doch, doch. Das sind sie, auf jeden. Ja, doch nicht so weit oben, wie ich dachte. Aber gibt es dann in dem Kapitel nur dieses Gärtner-Questchen? Ach, ich glaube, wir müssen damit fahren. Da sind die Blüten auf jeden Fall. Kann ich auf das Rohr? Ja, das ist der Weg. Ja, genau, Alter. Okay. Auch gut versteckt. Aber ich hab's. Und ich glaube, das ist die einzige Quest in dem Kapitel. Ich hab da ein bisschen mehr erwartet, aber in Ordnung. Der ist voll süß. Hallo, Kleines. Wie geht's dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe, eine rote und eine lila Pflanze. Wenn nur einer der Kleinen und Flink es sie mir holen könnte. Hab ich. Guck mal. Oh, ich habe gehört, dass es eine seltene Pflanze ist. Nice, danke schön. Kannst du mir noch mehr bringen? Oh, ich liebe diese Farbe, Mann. Wow, so unglaublich schön. Danke, Mann. Du hast sie alle gefunden. Ich danke dir sehr. Hier als Belohnung. Ein Abzeichen für dich. Schön. Danke sehr. Sieht richtig gut aus. Mach's gut. Bis bald, mein Freund. Tschö. Hey, warte mal. Hier ist schon wieder diese Gruseldame. Was ist mit ihr? Warum sieht man sie das ganze Spiel über?
Und das Hochzeitsfoto auch. Am Ende ist es einfach nur ein Deko-Element und das war's. Aber vielleicht hat es wirklich was mit der Story zu tun. Wir werden sehen. Dann würde ich jetzt weitergehen, weil ich glaube, es gibt keine anderen Quests mehr. Keine Angst, das nächste Kapitel ist wieder sehr komplex. Oho, okay. Also ihr habt gehört, morgen direkt zum Start wird es wieder sehr aufwendig. Vermutlich wie in den Slums. Das Bild ist von meiner Mutter. RIP an sie. Lel. Das ist dann vielleicht das Kapitel mit Clementine. Ist halt komisch, weil wir waren ja gerade bei einem Dorf. Gegenstand verwenden. Was brauche ich denn da? Eine Batterie? Oh, ist das ein Zug? Eine U-Bahn? Ja. Schau, das ist eine U-Bahn-Station. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. Ich erinnere mich. Ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon so lange her. Das sieht aus wie ein Weltkrieg-Bunker. Es ist auch ein Bunker, ja. Hier haben sich die Menschen vor den Zwergs versteckt. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihnen passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Ja, Diggi, ich fürchte, die wurden gefressen. Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das können wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Okay, puh. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Kapitel dann morgen. Oh, übrigens, da ist sie schon wieder. Irgendwas muss mit der sein. Ich muss ehrlich sagen, ich fände es enttäuschend, wenn nein. Bin sehr gespannt. Gleichzeitig ist ja auch der Stream morgen schon das Finale. Das Game hat 12 Kapitel. Wir machen dann 10, 11, 12. Definitiv. Hey, ich brauche eine Energieeinheit oder so. B12 tut mir leid. Ja. Für ihn ist das halt alles jetzt nochmal neu, der ganze Verlust und so. Als würde er es ein zweites Mal durchleben. Muss ich echt den ganzen Weg zurückgehen? Ja, doch. Oh, da ist jemand. Und eine Erinnerung. Wer bist du, Mann? Warte, erstmal kuscheln. Ja. Ledok. Okay, der will das Bild sehen. Ja. Hä? Also er kennt sie, deswegen das Ausrufezeichen, aber er sagt mir nichts. Ist das ein Ernst? Das ist ja mal seltsam. Kapitel 10 ist das längste Kapitel.
Ja, wir ziehen durch. Nächstes Mal. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests. Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nichts so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl, fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Oh, okay. Hier gibt's wieder so viele Erinnerungen wie zuletzt in den Slums. Ja, das wird auf jeden Fall sehr umfangreich. Aber noch wurde nicht offiziell eingeblendet, dass wir im nächsten Kapitel sind. Deswegen geht's erstmal weiter. Nur... Oh. Auf einmal reagiert er. Ach nee, doch nicht. Sorry. Das finde ich jetzt aber komisch. Er ist eigentlich ganz nett. Ich zeige ihm das Bild, aber er sagt nichts. Warum? Plot Twist, Clementine ist böse. Das ist das Mädchen an der Wand. Sie sind alle eingesperrt. Ist allein nach draußen. Oh, jetzt rennen die wieder weg. Tu euch doch nichts. Aber was ist jetzt mit dieser Energieeinheit? Unten, ganz am Anfang, habe ich das... Hab ich jetzt da irgendwas verpasst oder finde ich das in der Stadt? Was ist mit dem Zettel? Welcher Zettel? Ach, den meinst du? Ja, nee, solche gibt es häufiger mal überall. Ich glaube nicht, dass sie was zu bedeuten haben. Zumal wir die Sprache ja auch nicht verstehen. Vielleicht hat er auch kein Sprachmodul. Maybe, ja. Übersetzen. Keine Sorge wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Ja, sieht man. Ich hab dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du so nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Ich zeig das Bild jetzt einfach mal allen. Die Energieeinheit kommt noch. Okay, danke. Oh, es gibt das Mädchen, das auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird, richtig? Wait, das ist sie? Du solltest jemand anderes fragen. Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Okay. Mit Josh reden geht nicht. Warum wird Clementine gesucht? Und warum gibt es hier so viele Verbrecher und Ungehorsame? Eigentlich müssten wir doch jetzt in der besseren Gegend sein. Die der Reichen. Hörst du das da unten? Diese Ebbe, diese Flut? Die Stadt verfolgt mich. Sie verspottet mich. Oder vielleicht noch nicht der reichen Bereich, aber zumindest der mittelständische. Wieder eine Glückskatze. Oh! Fürs viele Kuscheln gibt's eine Trophäe. Warte, hat er gerade traurig geschaut? Oh nein, ich kann ihn nicht aufmuntern. Er weint sogar. Alles wird gut, Bruder. Finde einen Ausweg. Hoffentlich. Aber wann wird denn endlich eingeblendet, dass wir in Kapitel 10 sind? Schon irgendwie komisch. Hier ist nichts.
Sass. Es kann doch nicht sein. Echt seltsam. Die Reichen kommen ganz am Ende. Naja, okay, dann sind wir jetzt im Mittelstand. Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund von organischen Lebensgefährlichkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Damit meinen sie den Bereich, von dem wir gerade kommen. Und wo die Armen lebten. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Oha! Die lässt sich gut gehen. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Oh. Gesucht Clementine, Unruhestifter, Außenweltler, rebellisch. Bitte jegliche Sichtung melden. Bin dabei seit Blutes Menschen 3, feier deine Arbeit. Danke dir. Und hier machen wir den Schlusspunkt für heute. Kapitel 10 wartet. Es wird sehr interessant. Und nicht nur das. Nächstes Mal, wie gesagt, auch das Finale. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das Game noch gehen wird. Aber heute hat mir sehr gefallen. Vor allem die Horroraspekte waren echt geil. Bis morgen bei Part 4. Und er stolpert wieder. Pass doch auf, du Dödel. Gute Nacht.